Wie schützt man den Wald und den Waldboden? Zum Beispiel, indem man für bestimmte Arbeiten im Wald Pferde einsetzt und den Maschineneinsatz minimiert. Das hier sind sogenannte Rückepferde. Beim Kooperationstag Waldbau informieren der Landkreis Osnabrück und der Natur- und Geopark Terra Vita, wie man Wälder und deren Böden schonen kann. Ich finde immer wichtig, dass man halt nicht nur darüber spricht und sich was anliest und sagt, theoretisch könnte man und Rückepferdchen sind doch ganz toll, das machen wir jetzt alles. Das wäre so das Pferd von hinten aufzäumen, also so einen Tag zu schaffen und verschiedene Verfahren einfach mal praktisch vorzuführen und auch die Leute dann dazu haben, die diese Verfahren seit Jahren praktizieren, die auch dann mal gezielt sagen können, also da sind die Möglichkeiten, da sind die Grenzen. Das finden wir immer sehr wichtig. Das ist Sepp. Ein etwa 800 Kilo schweres Kaltblut, ein Rückepferd. Georg Stevens führt den Vierbeiner vor. Gerhard Aschoff ist Mitglied der Interessengemeinschaft Zugpferde. Er erklärt, dass Rückepferde Maschinen unterstützen können, vor allem in empfindlichen Wäldern. Nach 2 Jahren Ausbildung hören die Pferde auf Kommandos und ziehen zum Beispiel Baumstämme zu den nächsten Maschinen. Wir als Naturpark sehen in erster Linie jetzt erstmal in den nächsten Jahren die Chancen, Arbeitspferde in der Landschaftspflege einzusetzen. Das heißt, zur Bekämpfung von Adlerfarnen mit sogenannten Adlerfarnwalzen. Da sehen wir uns als Naturpark auch in der Möglichkeit, was zu machen, weil wir viele, viele Schutzgebiete haben und viele besonders seltene Biotope betreuen, die einen hohen Schutzstatus haben. Und da haben wir auch die Möglichkeit, dann die passenden Gelder zu akquirieren und dann das Thema Pferd da zu pushen. Das eiserne Pferd. Die Maschinenbaufirma Pflanzelt führt ihre Fell- und Vorrückeraupe Moritz vor. Sie ist ferngesteuert und überzeugt vor allem mit ihrer Wendigkeit. Moritz fällt diesen Baum entgegen seiner Wachstumsrichtung. Keine einfache Übung. Nachhaltige und schonende Bewirtschaftung des Waldbodens verlangt auch entsprechende Unterstützung. Das heißt, wir brauchen gerade für diese schonende Pflege, das heißt, das Rücken mit Pferden, auch finanzielle Unterstützung vom Land. Das würde ich mir wünschen. Das Waldforum am Kooperationstag. Man tauscht sich aus, sucht nach neuen Ideen, nach Projekten, die zukunftsträchtig sind. Georg Schirmbeck ist Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrats. Er schätzt die Rückepferde auch als gute Werbung für Erholungsgebiete und Umweltbildung neben ihren Funktionen in der nachhaltigen Forstwirtschaft ein. Manchmal ist es eben gut, zu den Wurzeln zurückzukehren und das, was sich in der Vergangenheit bewährt hat, wieder zu fördern.